Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar, wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute um dieses wunderschöne Ding. Ich habe mir einen Mikrofonarm bestellt, den man so frei bewegen kann. Und ich da habe so ein bisschen rumgesucht und dachte so, hey, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Ja, und dann dachte ich, warum mache ich es nicht gleich extrem und hole mir den billigsten, den ich finde. Das Ding hier hat 11 Euro gekostet. Und ich bin echt mal richtig gespannt. Ich erwarte nicht allzu viel, aber ich bin echt mal richtig gespannt, was das so kann. Momentan habe ich ja diesen Mikrofonarm hier mit so einem Dreistand und der ist echt scheiße, weil der kippt dauernd um und man hat dann nur so einen langen Arm, das ist so mega unbeweglich. Ja, und der hier ist halt so frei beweglich und ich würde einfach sagen, ich laber nicht lange drum rum, sondern wir machen die Box mal auf. Und da kommt natürlich als erstes auch, oh Gott, direkt uns dieses Ding hier entgegen. So, was haben wir denn alles? So, Box leer, nichts mehr drin. Kann weg. Hier steht nichts drauf. Außer Mikrofonarm, ein paar Bilder auf allen Seiten, da ist nichts drauf. Hier haben wir schon mal den Mikrofonarm an sich. Ich muss sagen, beim ersten Anschauen sieht der gar nicht so scheiße aus. Also es ist alles Metall. Hier hat gerade schon mal irgendwas geknackt. Hat sich so angehört, als wäre irgendwas rausgeflogen. Aber er ist beweglich, hat Widerstand, quietscht nicht oder so. Also bis jetzt Erwartungen übertroffen. Hier haben wir noch so ein Ding, wo man dann, wenn man so ein normales Mikrofon hat, das so reinklippen kann. Ist jetzt natürlich bei meinem Großmembranmikrofon hier nicht so sinnvoll. Aber das Ding ist natürlich, also das hier ist alles Plastik. Das ist halt übel scheiße verarbeitet so. Aber da kann man natürlich auch nicht viel erwarten für den Preis. Das hier, vermute ich mal, ist das Teil, womit man das Ganze an den Tisch schraubt. Ist auch alles Metall. Es sieht halt, keine Ahnung, hier sieht man schon, dass es halt nur 11 Euro gekostet hat. Zum Beispiel an den Kanten hier. Moment. Die Kanten sind halt relativ schlecht verarbeitet. Das da ist auch nicht so hochwertig. Aber ich würde sagen, es geht echt richtig klar. Hier ist so eine kleine Gummimatte drunter, hier, damit es den Tisch nicht so sehr zerkratzt. Und ich würde sagen, wir schrauben es einfach mal an den Tisch. Ich würde empfehlen, hier nochmal was drauf zu machen, weil das Ding hat eine relativ scharfe Kante. Obwohl, nein, die ist gar nicht scharf. Die ist sogar abgerundet. Nice. Bis jetzt echt Erwartungen heftig übertroffen. Ich glaube, ich mache trotzdem noch irgendwas dazwischen, irgendein Stück Papier oder so. Einfach, um meinen Tisch zu schonen. Dann mache ich das da einfach drunter und schraube das dann fest. So, ich habe es jetzt hier festgeschraubt. Ich kann es euch mal zeigen. Da ist das Ganze jetzt festgeschraubt. Und hier habe ich dieses Pappding darunter gemacht, damit es eben nicht ganz so heftig zerkratzt. Und ja, man schraubt jetzt praktisch einfach das Ding hier ein Stück raus, sodass dann der Mikrofonarm da einfach reinkommt. Zack. So, dass er noch ein bisschen beweglich ist und dann einfach festschrauben. Ja, aber dann, jetzt wackelt es auch nicht mehr, es ist fest. Und da haben wir den Mikrofonarm auch schon rangeschraubt. Also ich finde eigentlich echt, für 11 Euro geht das Ding ziemlich klar. Es ist halt wirklich so beweglich. Huch. Ich werde jetzt mal kurz mein Mikrofon einfach hier ranschrauben und gucken, wie es passt. So, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das Ding hier passt hier schon mal nicht rauf und da ist kein Adapter dabei. Aber bei meinem alten Mikrofon ist hier ein Adapter dabei, den kann man abschrauben. Aber falls man sowas halt noch nicht hat, könnte es problematisch werden, glaube ich. So, das kommt jetzt erstmal hier rauf. So, und damit ist es fest. Man kann jetzt hier natürlich noch hier die Stärke einstellen und so, aber es ist jetzt erstmal frei beweglich und es hält. Also ich muss echt sagen, so, also so vertikale Drehung ist nicht so geil. So rechts, links, weil das hier halt, das ist nicht so richtig ein Gelenk. Das ist ziemlich scheiße für sowas. Aber da ich das da hinten festschrauben werde und es dann einmal hier so quer rüber geht, kommt es für mich nur nach oben und unten an. Wenn ich halt gerade keinen Bock habe, das Mikrofon nicht brauche, zack. Das ist halt übel geil.
Ich werde es jetzt mal da hinten anschrauben, so wie ich es dann letztendlich auch haben werde. Und dann gucke ich nochmal. Okay, folgendes Problem. Meine Tischplatte ist da hinten zu dick, weil wie man auch hier sieht, habe ich meinen alten Schreibtisch genommen und eine neue Platte raufgeschraubt. Und das ist halt so fett da hinten und da passt es nicht rauf. Aber ich habe es jetzt da hinten an die Kante geschraubt, Moment. Da, an die Eckkante und habe den jetzt hier einmal so lang bis hier vorne an meinen Schreibtisch. Und es ist schon ziemlich lang und es funktioniert halt einwandfrei. Und wenn ich jetzt halt hier bin und Let's Playe und ich dann halt fertig bin oder whatever, dann mache ich einfach zack. Und dann ist das Mikrofon weg und stört mich nicht mehr und es ist halt über geil, ohne Witz. Und so, wieder runter und dann ist es wieder genau hier, wo ich es brauche. Und es ist nicht vorm Bildschirm, es stört nicht meine Maus, also keine Ahnung, ich bin ultra zufrieden. Jetzt kommt allerdings noch eine Sache, nämlich der Popschutz. Ich weiß nicht genau, wie ich den jetzt noch hier rankriege. Okay, erstens passt der hier nicht so ganz, weil das da so eckig ist und das Ding hier quadratisch. Aber es hält irgendwie. Und weil das jetzt halt relativ schwer ist, kann man ja hier hinten das noch verstellen. Das habe ich hier fester gedreht. Und jetzt hält es halt und es ist immer noch beweglich. Gut, der Popschutz da oben geht dann halt so ein Stück vor. Also wenn ich es jetzt wieder runterziehe, zack, perfekt. Keine Ahnung, also ich finde es ultra geil. Es rutscht halt jetzt hier so ein Stück runter, wenn ich so mache. Zack. Ich versuche es nochmal ein Stück fester zu drehen. So, und jetzt hält's. Also ich weiß nicht, es wird da hinten, glaube ich, ein Stück weit automatisch lockerer. Eventuell bestelle ich mir nochmal einen leichteren Popschutz, der nicht so einen langen Arm hier hinten dran hat. Aber ansonsten bin ich echt ultra zufrieden. Also keine Ahnung, für 11 Euro heftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich wette, dieser 90 Euro Rode Mikrofonarm kann halt echt nicht sonderlich viel mehr. Und ja, viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Simon, was sagst du zu dem Mikrofonarm? Ist der gut? Ja. Ja, finde ich auch. Der ist gut. Und ich auch. Sehr gut. Okay, wenn euch dieses kleine Review-Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Der Link zu dem Ding ist natürlich in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem weiteren Video. Bis dann. Ciao. Danke an alle, die bis jetzt noch dabei sind. Heute gibt es für die 5% Army einen Clip, wo ich und meine Freunde zusammen Sketch League gespielt haben. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen das Spiel nicht. Da geht es halt darum, einer muss einen League of Legends Champion malen und die anderen müssen ihn halt erraten. Der den Champion als erstes errät, kriegt halt am meisten Punkte. Und in diesem Clip hat Alex seine Malkünste unter Beweis gestellt und ja, keine Ahnung, ich habe mich einfach so tot gelacht, als ich das gesehen habe und keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei und ja, viel Spaß mit dem Clip. Och nee, Alex ist mal wieder am Start. Oh, look, der Fan. Wie hast du Pinzette gekriegt? Keine Ahnung. Wir haben Pinzette dran, Junge. Guck mal diese Zeichnung schon wieder an. Alex, kommt da noch irgendwas? Nicht. Das Ding. Auf deine Mutter, wenn die gerade deine Bettdecke auflegt. Hast du die Bettdecke weggenommen? Das Ding starrt einfach den Stock an, als wäre es behindert. Ja, genau so. Mann, ich hab den Namen wieder vergessen von dem Champion. Er ist ein Tick-ID. Oh, easy. Mann, wie hieß denn der Champion? Ist ja nicht immer schlecht mit seinem Champion. Du hast dich schon angestrengt, das ist deine beste Leistung, ne? Lissandra vielleicht? Mann, nein! Mit Mond! Ja, Diana, was the fuck? Das ist halt so random, Alter, so low. Oh. Alter! Ey, das war das zweite Mal, dass Nils etwas geschrieben hat. Lärm. Oh!
Das war das zweite Mal, wo Nils über das Oh, Junge. Alter, das hat mich ja so heftig gefickt gerade. Das ist mehr abstrakte Kunst als was weiß ich was. Oh, das ist aber ein toller Stock.